Was geht, Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Heute haben wir meine TM-Teams für die Red Celebration Treasure Map gegen Sanji. Ich bin diese TM nicht zu Hause, weil ich im Urlaub bin. Das heißt, ich werde nicht wirklich viel spielen. Deswegen habe ich auch nicht großartig auf Booster gepullt. Also ich habe, glaube ich, einen Discount gemacht, um es dann vielleicht ein bisschen einfacher noch zu haben, wenn ich am Abend noch ein paar Runs hätte machen wollen im Hotel. Habe ich ja nicht bekommen, deswegen meine Teams komplett ohne Booster. Sind auch keine Speed-Teams, aber liegt halt einfach daran, dass ich halt relativ wenig spielen werde. Und die Teams meiner Meinung nach eh schon schwierig genug waren, vernünftig zu bauen irgendwie, wenn man nicht viele Booster hat, ohne dass man daraus direkt Speed-Teams baut. Aber wenn ihr Speed-Teams bauen wollt, ist es eigentlich immer relativ simpel. Ihr nehmt einfach eine Unit aus den Teams raus, die einfach nur einen Damage-Boost gibt. Zum Beispiel hier Sanji, der würde einen Orb-Boost geben, ne, in dem Team. Hier Koala, Color Affinity und packt dafür einfach Wave-Clearer rein. Das ist bei Speed-Teams im Endeffekt immer das Gleiche. Ja, und wir fangen jetzt einfach mal an mit meinen Teams und gehen hier mal jeden Boss durch, so wie ich es sonst halt auch immer mache. Das Team gegen Nami spiele ich wieder mit Marco als Captain, habe ich in letzter Zeit häufiger gemacht. Ich baue da eigentlich keine Teams mehr mit Buggy, um die Mats zu verdoppeln, weil ich einfach keine Lust mehr drauf habe. Ich möchte einfach, dass es da dann halt auch noch ein bisschen schneller geht. Hier bei diesem Team werde ich natürlich Marco auf der First Stage zünden, den Superclass, weil er benötigt ja nur 5 Fighter im Team. Und ich habe das Team extra so gebaut, dass wir Minimum 5 Fighter haben, also den Superclass ist ready. Und ihr wisst ja mittlerweile, wie Marco funktioniert. Wenn ihr den Superclass auf Stage 1 benutzt, das ist ein Wave Clear. Auf Stage 2 ist dann automatisch sein Special aktiv, was ein Wave Clear ist. Und dann seid ihr schon auf Stage 3. Alle kriegen hier Special Charge gegen Marco, das heißt, die sind noch alle ready. Wir kriegen hier Paralyse ab. Gegen Paralyse habe ich diese An-Diva reingepackt. Die hat jeder bekommen durch diese Challenge Treasure Map Quest. Die macht einfach 3 Turns Paralyse weg. Und ja, das reicht ja, ne? Also für mehr ist sie halt nicht im Team. Wir kriegen Block Orbs hier ab. Die macht Bone Clay weg. Der macht die sogar alle into Matching Recovery Orbs. Und wir kriegen hier noch Threshold ab. Das macht Kobi und Helmeppo weg, die übrigens in der Kobi-Form auch eine Fighter-Unit sind. Und deswegen für Marco funktionieren. Eigentlich braucht man hier, glaube ich, weil Marco ein 1,4er HP-Booster-Captain ist, kein extra Schutz, dass man nicht gegen diesen Death-Damage stirbt von 50.000. Ich habe allerdings hier zur Sicherheit einfach Mr. Free Support draufgepackt auf Kobi und Helmeppo, damit es ganz safe ist auf Stage 3, dass ihr nicht sterbt. Aber wie gesagt, ich glaube, diese 50.000 Schaden am Ende werden euch nicht töten mit dem Team, aber zur Sicherheit habe ich erst dann Mr. Free Support draufgepackt. Wenn er nicht benötigt wird, dann nehme ich die noch wieder runter. Das ist halt kein skalierender Damage, es sind immer 50.000 und wird noch reduziert durch Abilities und so weiter. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Und vom Damage her ist halt hier im Endeffekt bei dem Team so, wir haben hier die Full Board of Matching Orbs mit Bonclay. Bonclay gibt noch dann diesen Base Attack Boost. Kobi und Helmeppo geben einen ATK Boost. Sanji gibt einen Orb Boost. Easy peasy. Das sind genug Buffs für das, was ich vorhab. Wahrscheinlich auch für viele andere Leute trotzdem immer noch, weil das HP Scaling von der Nami ist, glaube ich, nicht so insane hoch, dass es da irgendwie an zu Problemen kommen würde. Also die Teams hier sollten eigentlich alle locker bis nach Level 100 bis 200 reichen, denke ich mal. So, und jetzt kommen wir zum Brookfight. Beim Brookfight benutze ich Crocodile als Captain. Eigentlich ist die Legend Hiyori als Captain empfohlen, aber Hiyori habe ich schon im Boss-Team und viele Leute werden sie wahrscheinlich überhaupt nicht haben. Und Crocodile ist einfach ein sehr gutes Reroll-Captain, deswegen ist er drin. Schiff bei dem Team, ganz wichtig, ist Whale Sharks. Ich werde euch gleich sagen, warum. Ihr kriegt ihr Threshold ab, das macht Shinobu weg. Ihr kriegt ihr Despair ab, da kümmern sich mehrere Sachen gleich drum. Und ihr kriegt ihr Special Rewind ab, da kümmert sich die Toki drum. Wie funktioniert das hier im Endeffekt? Ich habe den Support von Mr. One auf Crocodile. Das bedeutet, als allererstes benutze ich das Special von Toki. Toki gibt dem ganzen Team Color Affinity und charge die Special zurück. Danach sind dann alle wieder ready. Wir haben aber immer noch die 10 Turns Despair. So, und wie machen wir das jetzt? Wir benutzen das Special von Crocodile als allererstes, denn Crocodile kann mit seinem Special den Support von Mr. One triggern und der Support von Mr. One gibt einen Chain Boost. So, und dieser Chain Boost führt dazu, dass wenn wir Beppo das erste Mal zünden, dass wir sofort einen 3-Turn-Despair-Reduce bekommen und nicht nur einen 2-Turn-Despair-Reduce. Das ist wichtig, weil wir sonst nicht genug Despair wegbekommen. Also, hier steht ja, if your captain is Reebel, das ist Crocodile, adds 1.0 to chain multiply for one turn. If your crew has chain edition, also halt das, was er halt auch mit seinem Special geben würde, reduce the spare and sign duration by 3 turns, 2 turns otherwise, und er hat zweifache Special Activation. Das heißt, ihr benutzt Beppo zweimal, habt dann Full Board of Tandem Orbs, die matching sind, weil ihr Whale Sharks als Schiff spielt.
und habt 6 Turns des Bär mit Beppo weggemacht. Dann macht ihr noch 3 Turns des Bär weg, dadurch, dass ihr Zockets habt. Und dann ist nur noch ein Turn des Bär übrig. Und Gott sei Dank kann man auf Sabo einen Support von Morley spielen. Dieser Morley macht auch noch ein Turn des Bär weg, wenn man mit Despair inflicted wird. Ich zeige das auch nochmal. Once per adventure, when an enemy inflicts you with Despair or attack down, reduce Despair the attack down by one turn. So. Das heißt, wir haben 3 Turns mit Beppo, nochmal 3 Turns mit Beppo, 3 Turns durch die Sockets, 1 Turn durch Morley, 10 Turns sind weg, easy peasy. Und dann haben wir halt hier genug Schaden, ne? Also die Shinobu gibt euch einen Orb Boost, der Sabo gibt euch sogar noch einen Death Down Conditional, die Toki gibt euch einen Color Affinity Boost, ihr habt den Chain Boost und ihr kriegt Crocodiles Attack Boost und Chain Boundary Boost. Also das Team ist set für guten Damage. Nächster Bossfight, die Robin. Ich scroll hier auch mal wieder ein bisschen hoch und mach die Filter weg, damit man das halt besser sehen kann. Bei der Robin kriegen Fighter, Cerebral und Free Spirit Charaktere Special Charge Time, haben auch wieder alle, alles kein Problem. Ihr kriegt hier Block Orbs ab, um die Block Orbs kümmert sich Luffy bzw. Brook, also beide würden die wegmachen. Ihr kriegt auf der linken Spalte, also hier, 9 Turns Bind ab. Und das ist eigentlich auch recht simpel. 9 Turns Bind, ihr könnt hier dann diesen Caesar benutzen. Der Caesar hat auch Double Special Activation. Und jedes Special von dem Caesar macht 3 Turns Bind weg. Und wie wir eben schon gelernt haben, 3 Turns durch Sockets, 3 Turns Caesar, nochmal 3 Turns Caesar sind 9 Turns. Damit hat sich das erledigt. Ihr kriegt hier so ein Chain Down ab und dass ihr unter einer Chain von 2,95% Attack Down habt. Auch das ist hier kein Problem. Ich habe hier vom Blitzbattle halt die Nami drin. Die macht den Debuff hier erstmal komplett weg. Und dann gibt die euch nochmal einen Chain Boost oben drauf. Und ihr kriegt ja noch einen normalen Attack Down ab, den macht der Brook weg. Das heißt, auch hier habt ihr wieder mehr als genug Schaden. Ihr habt einen Attack und Orb Boost von Luffy. Und ihr habt diesen Chain Boost von Nami. Und das wird auch erstmal eine ganze Weile reichen. Zumindest für das, was ich vorhab. Dieser Sanji hier müsste auch nicht unbedingt in dem Team drin sein. Ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt genau nochmal reingetan habe. Vielleicht ist der auch einfach nur hier reingerutscht. Ah, okay, nee, ist er nicht. Wenn der Captain Free Spirit Tribal Powers ist, gibt es noch einen Color Affinity Boost. Deswegen habe ich den hier reingepackt, logischerweise. Also ja, ihr habt ja einen Attack Orb Boost von Luffy, den Color Affinity Boost von Sanji und den Chain Boost von Nami. Das sollte eine ganze Weile reichen. Und damit ist Robin im Endeffekt auch schon besiegt. Mehr macht sie nicht. So, jetzt kommen wir zum wahrscheinlich schwersten Miniboss-Fight bei DTM. Und das ist der Fight gegen Chopper. Bei Chopper benutze ich alle Recommended Units. Deswegen funktioniert es auch. Ich habe bei Sanji Zoro beim One Piece Day gepult. Wenn ihr Sanji Zoro nicht habt, wird es ein bisschen tricky. Weil hier bei der Stage im Endeffekt ihr diesen Special Reverse nicht vernünftig wegbekommt. Ihr bekommt hier halt 3 Turns Special Reverse ab. Und klar, Franky und Luffy würden 3 Turns Special Reverse wegmachen. Aber Franky selber resistet nur 2 Turns Special Reverse. Das heißt, ihr müsstet dann irgendeinen Support spielen, dass er erstmal ready wird. Dann würde es wieder funktionieren. Ansonsten nicht. Aber hier mit Sanji Zoro ist das egal. Weil Sanji Zoro als Super-Type, ja, Special Charge, das bedeutet, ihr könnt hier einfach den Super-Type von Sanji Zoro benutzen, dann ist Franky Special und hat sich erledigt und ihr seid hier durch. Andere Debuffs, die ihr hier noch abbekommt, ich scroll mal ein bisschen hoch, damit man es wieder besser sieht. Battle Matching Orbs macht auch Sanji Zoro weg, ihr kriegt Paralyse ab, das macht der Franky weg, Burn macht auch Franky, vor allem Franky, Jinbei weg, weil er Double Special Activation hat und Special Reverse haben wir gerade drüber geredet und wir kriegen eine One-Turn, 3 Tabs, Psy Barrier hier auf der Stage. Der Chopper selber ist quick, das bedeutet, wir haben hier überall Matching Orbs, weil Sanji Zoro als Captain ja die Psy-Orbs, die sie geben, zu Matching Orbs machen und im Endeffekt könnt ihr euch dann frei wählen, mit welchen Units ihr angreift, ihr macht die Barriere weg, hittet mit euren Dex-Units Lars und das war's, ne? Sanji Zoro geben ja Color Affinity Boost, Increased Damage Taken auf den Gegner, ihr habt einen Conditional Boost von Jinbei, das ist mehr als genug Schaden und nach dem Revive, weil der Chopper revived einmal, wird er selber zu Int, deswegen haben wir ja auch Psy-Units im Team, ihr kriegt Block Orbs ab und 15 Turns bei auf den Captain. Die Block Orbs macht ihr wieder mit Sanji Zoro weg. Denkt also daran, dass ihr am besten, weil ihr hier Bind abbekommt auf den Captain, entweder das Luffy Special vorher benutzt auf Stage 2 oder ihr das Sanji Zoro Special von eurem Captain vorher benutzt habt, damit der den Bind abbekommt und euer Friend Captain Sanji Zoro sein Special noch benutzen kann. Und dann ist es halt easy peasy. Die machen halt die Block Orbs weg. Ihr benutzt das Luffy Special, der switcht den Sanji Zoro aus dem Captain Slot raus, der Bind abbekommen habt, denn nur der Captain kriegt es ab. Und dann habt ihr wieder 2 aktive Captains und nur eure eine Captain-Unit, die vorher Captain war, hat jetzt diesen Bind und ihr könnt den Chopper einfach besiegen. Ich habe hier Garp noch im Team. Garp gibt auch nochmal Matching Orbs und gibt euch noch einen ATK-Boost für den Revive. Das sollte gar kein Problem sein. Ja, das war's mit den Miniboss-Teams und jetzt kommen wir zum Bossfight gegen
Luffy. So, und der Bossfight gegen Luffy sieht folgendermaßen aus. Erstmal kriegen Strength Decks und In-Character Special Charge Time. Ihr kriegt 2 Turns Paralyse auf Row 1 auf Stage 1. Das ist die neue Mechanik, die sie eingeführt haben bei der TM, dass jetzt sogar auf Stage 1 beim Boss und Intrusion Fight ihr Debuffs bekommt. Warum auch immer, um es noch schwieriger und nerviger zu machen, als es für die meisten Spieler sowieso schon ist. Und gegen diesen Special Reverse haben wir halt einfach Uta als Captain. Ne? Also wie gesagt, das sind meine Teams und halt logischerweise Pay-to-Win-Teams. Das wisst ihr ja dann. Ich habe Uta ja gepullt beim Blitzbattle. Uta als Captain macht es die Crew 10 Turns immun zu Special Reverse und Paralyse. Das bedeutet, wenn ihr die Paralyse abbekommt, ist die einfach sofort weg und Stage 1 hat sich erledigt für euch. Auf Stage 2 kriegt ihr hier Block Orbs ab. Diese Block Orbs kriegt ihr weg durch Hiyori. Ich spiele halt die Hiyori. Wenn ihr sie nicht habt, spielt man hier, glaube ich, einfach den Brook vom Blitzbattle oder halt eine andere Unit, die Block Orbs wegmacht. Die Hiyori macht alle Orbs in Wano Orbs und lockt sie. Das heißt, wir haben sogar auch schon das erledigt, dass wir auf der Boss Stage nochmal Block Orbs kriegen würden, denn Block Orbs können halt nicht Wano-Orbs wegmachen. Das heißt, die Wano-Orbs, die wir uns hier geben und locken, sind bis zum Ende da und der Gegner kann nichts dagegen tun. Logischerweise zündet ihr hier auf Stage 1 sofort das Uta-Special, weil dafür ist es vorgesehen, damit ihr auf jeder Stage 1, 2 und 3 ein ATK und Orb-Boost habt, was diesen Boss-Fight dann natürlich super easy macht. Friend-Captain ist hier der Zorro. Liegt einfach daran, wir kriegen ja diesen Chain-Down ab und machen auch weniger Damage unter einer gewissen Chain. Dafür ist der Zorro, der Point-Booster, einfach der Friend-Captain. Macht sowieso Sinn, er gibt die meisten Points. Ihr solltet ihn unbedingt als Friend-Captain spielen. Er macht den Debuff weg, er gibt euch einen Chain-Lock und damit ist die Stage auch schon besiegt. Chopper könnt ihr hier natürlich trotzdem auch noch auf der Stage benutzen, damit ihr halt einen Color-Affinity-Boost sowohl auf Stage 2 und auf Stage 3 bekommt. Also Chopper braucht ihr euch nicht aufzuheben für die Boss-Stage. Wie gesagt, auf der Boss-Stage Block-Orbs, völlig egal. Ihr kriegt hier Special-Bind ab. Der Special-Bind macht die Robin weg. Ihr kriegt hier Burn ab, den Burn macht die Robin auch weg. Sie haben auch endlich mal an der Burn-Mechanik gearbeitet, dass der Burn so hoch ist, dass man ihn auch wirklich wegmachen muss, wenn man zumindest nicht in einem Zug finisht. Ansonsten ist es ja immer noch völlig irrelevant. Auf jeden Fall hier macht das Robin weg. Ihr kriegt hier 2 Turns, eine vierfache Perfect Barrier. Ja, gegen die Perfect Barrier mache ich im Endeffekt nichts. Ich schlage da halt im Endeffekt einfach durch. Ist dann halt so, ne? Also, ihr müsst halt einfach 4 Perfects treffen. Es gibt halt wieder easier Perfects. Ihr benutzt einfach ein Schiff, wodurch die Perfects easier sind oder sonstige Dinge. In meinem Team mache ich das tatsächlich nicht so, weil ihr werdet hier sehen, ich habe hier nichts, also ich brauche einfach ein bisschen, ich muss einfach vernünftig Perfects hitten bei meinem Team, weil ich habe nichts gegen Resilience, weil ich mich dazu entschieden habe, einen höheren Boost mitzunehmen. Und das Ding ist halt, theoretisch könntet ihr hier zum Beispiel Ulti einfach rausschmeißen und dafür niedrigeren Booster spielen, der einfach Resilience wegmacht und ihr seid safe. Oder einen niedrigeren Booster, der irgendwas gegen die Barriere macht oder sowas. Ich habe mich für den Full Boost entschieden und habe dann halt Schiff Nostra Castello einfach drin. Denn diese Standard Nostra Castello macht End of Turn Damage. Wenn ihr eh nicht vorhabt, bis zu einem hohen Nuff-Level zu spielen, könnt ihr aber genauso gut diese Dreadnought Saber spielen, das Free-to-Play-Schiff, was man sich einfach holen kann. Denn das macht auch End of Turn Damage. Ne? Und dann habt ihr halt mit eurem Team ein bisschen weniger Schaden. Aber am Ende des Tages kommt ihr mit dem Team, mit den ganzen Boosts, die ihr habt, auch mit einem Kackschiff bis Nuff-Level 150. Also es ist völlig egal. Und damit ist das hier alles besiegt, alle Specials gezündet, easy peasy. Wie gesagt, der Fight wird durch Uta halt ein bisschen einfacher. Okay, und ich sehe gerade, die Seite ist gerade ein bisschen verbuggt. Ich werde bestimmt kein 7-Mann-Team bei Sanji spielen. Ich versuche das mal kurz zu fixen, indem ich reloade. Bis gleich. So, und dann kommen wir jetzt zum Intrusion-Team und da hat es jetzt reloaded und damit sieht es jetzt auch wieder vernünftig aus. Also, Fighter, Free Spirit, Powerhouse kriegen eine Special Charge. Und ihr kriegt auf der ersten Stage wieder auf Row 2 und 3 Paralyse. Auch hier wieder, ich spiele Uta als Captain, immun gegen Paralyse unter 10 Turns, easy peasy. Genau das gleiche, wir kriegen hier einen Interrupt für Attack und Orb Boost. Wir nutzen natürlich wieder Uta Special auf Stage 1. Uta ist immun gegen Interrupts, geht nicht. Selbst wenn sie nicht immun gegen Interrupts wäre, Slotbind, sie ist immun to Slotbind, ist egal, ist auf Stage 2 eh wieder weg. Ja, auf Stage 2 selber kriegen wir eine 2 Turns, 5-fache Int-Barriere. Und das ist schon ein Problem, weil wenn man den Point-Booster nicht hat, ist es sehr, sehr schwierig, das hinzukriegen, dass man hier wirklich garantiert 5 Int-Orbs hat, weil ich hatte hier zuerst diesen Free-to-Play Sanji drin, aber der macht halt nur Type-Orbs in Int-Orbs. Und es heißt ja nicht, dass man hier Type-Orbs hat. Theoretisch könntet ihr auch hier Recovery und Tandem-Orbs haben, wenn ihr Pech habt, und dann ist es einfach verkackt. Und deswegen habe ich mir was anderes einfallen lassen. Ich habe
sogar dadurch den Boost noch ein bisschen erhöht. Vorher hatte ich ein bisschen weniger Boost im Team. Erstmal hier noch zum Threshold. Der Threshold wird weggemacht wieder von Zorro, ne? Also einfach wieder genau das gleiche. Ihr benutzt einfach Zorro, macht den Threshold weg und habt dann wieder Zorros Chainlock für Stage 2 und Stage 3. Damit ist das umspielt. Auch hier natürlich spielt ihr den höchsten Point Booster als Friend Cap. Diese In-Slots sind eigentlich dann aber auch relativ simpel, nachdem ich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht habe, um mir da was Vernünftiges auszudenken. Einfach diesen Hyogoro spielen. Genau, und dieser Hyogoro ist ready, obwohl er halt hier bei der Intrusion nicht geboostet ist. Der hat, wenn ihr ihn LB Plus habt und eine TM-Unit LB Plus zu machen, solltet ihr immer tun, wenn sie gut ist, weil das einfach fast nichts kostet. Hat er 13 Turns Cooldown am Anfang. Er kriegt 7 Turns durch seinen Boost schon alleine. Das heißt, er ist auf 6. Durch Sockets geht er auf 4. Durch Schiff geht er auf 3. Auf Stage 1 kommt er dieses Preemptive zum Special Chargen. Dadurch geht er auf 2. Und beim Stage-Wechsel ist er auf 1. Und dann durchs Preemptive auf Stage 2 ist er ready. Sollte das eine Stage sein, wo Stage 1 einfach komplett verschwindet und euch nur ein Turn Special Charge gibt, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, das ist immer noch nicht schlimm, denn der Zorro als Friend Captain reduziert auch nochmal Special Cooldown von allen Charakteren bei One Turn at the Start of the Fight. Das heißt, der Hyogoro ist so oder so auf jeden Fall ready. Und ja, ihr benutzt zuerst das Special von Hyogoro, denn Hyogoro macht Top Row und Bottom Row die Orbs into Matching Orbs. Das bedeutet, also alle Orbs, including Block Orbs. Und das heißt, ihr habt hier schon mal 4 Int Orbs, ihr braucht hier 5. Deswegen habe ich Chopper in die untere Reihe gepackt mit Kung Fu Luffy Support. Denn der Kung Fu Luffy Support macht die Adjacent Orbs, wenn er ein Special benutzt, auch noch Matching. Und wir brauchen halt noch einen Int Orb und damit holen wir uns den Int Orb von Robin und haben hier garantierte Int Orbs. So, und damit ist die Stage auch besiegt. Hier gibt es auch wieder Interrupts auf allen Stages mit irgendeinem Mist für ATK und Orb Boost. Die kriegt ihr alle nicht ab, weil ihr sowieso von Uta permanent den ATK und Orb Boost schon habt. Auf Stage 3, Sanji, kriegt ihr Paralyse ab. Völlig irrelevant, ihr seid immun wegen Uta. Und dann kriegt ihr 3 Turns Special Rewind auf die Top Row ab. Völlig egal, ihr seid immun wegen Uta. So, also im Endeffekt habt ihr nur den Death-Up-Debuff vom Gegner und dafür ist einfach Brook im Team oder Robin. Beide machen es weg, weil der Gegner nur Delay-Immunity hat. Ihr benutzt sowieso beide, easy peasy, und habt dann hier auf der Boss-Stage dann einen ordentlichen Boost, weil ihr habt den Color-Affinity-Boost von Chopper, den ihr mitnehmt. Ihr habt den Orb- und ATK-Boost von Uta, der auf der Boss-Stage halt dann immens hoch ist schon. Und ihr habt zusätzlich auch noch dann diesen Death Down Conditional von Robin. Das ist halt wahrscheinlich Damage bis Nuff Level 400 oder so. Ich weiß es nicht. So, wo halt normale Menschen nicht hinspielen. Für mich ist das auf jeden Fall völlig irrelevant, weil ich ja sowieso irgendwie nur versuche, meine 10 Millionen irgendwie zu schaffen. Ich habe ja im Urlaub keinen Bock, groß TM zu spielen. Ich möchte ja Urlaub machen. Und ja, das sind dann aber jetzt im Endeffekt Teams. Ich hoffe, ihr könnt mit den Teams was anfangen. Natürlich kommen auch noch, wie immer, die Free-to-Play-Teams und vielleicht noch Accessible-Teams. Das schauen wir halt auch nochmal. Aber für das heutige Video war es das jetzt erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen fantastischen Tag, morgen, Mittag oder Abend, wann immer ihr das Video schaut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.